Hi, heute geht es um Seefahrt, und zwar die Seefahrt zu Zeiten von Christopher Columbus. Seefahrt. Die Seefahrt ist beinahe so alt wie die Menschheit selbst und hat in den unterschiedlichen Zeiten auch völlig unterschiedlich funktioniert. Natürlich braucht man immer Wasser und ein Boot, aber gerade das Navigieren über große Strecken ist doch eine größere Herausforderung als das Befahren von Flüssen. Und so ist es auch zu erklären, dass die Seefahrt heute, wenn man an die großen Containerschiffe oder Kreuzfahrtschiffe denkt, die so groß sind wie mehrere Fußballfelder, komplett anders funktioniert, als das noch im Mittelalter der Fall war. Die Seefahrt, die wir uns heute konkret anschauen wollen, ist die Seefahrt rund um das Jahr 1500, also am Ende vom Mittelalter und am Beginn der Neuzeit. Der wichtigste Mann auf jedem Schiff ist der Kapitän. Und hier neben mir könnt ihr drei ganz berühmte Kapitäne aus der Zeit sehen. Das hier ist Christopher Columbus. Das ist derjenige, der 1492 Amerika entdeckt hat. Das hier ist Amerigo Vespucci, auch ein ganz berühmter Seefahrer, der Südamerika erforscht hat und nach dem dieser Doppelkontinent dann benannt worden ist. Und das hier unten ist zum Schluss nochmal Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan war der erste Mensch, der die Welt umsegelt hat. Und da haben wir auch schon einen Kapitän, der pflichtbewusst in der Erfüllung seiner Pflichten am Steuerrad steht und das Schiff in genau die richtige Richtung lenkt. Nee, nicht so richtig. Denn ein Kapitän, das ist nicht derjenige gewesen, der am Steuerrad stand und das Schiff in die richtige Richtung gelenkt hat. Dafür war der Steuermann zuständig. Ein Kapitän oder Kapitäne überhaupt, das waren Mathematiker und Astronomen, deren Aufgabe es war, vor allen Dingen den Kurs des Schiffes mit aufwendigen Tabellen zu errechnen. Und das haben die vor allen Dingen unter Deck gemacht. Das heißt, Kapitäne auf Deck in der Gischt eher nicht. Wie sahen die Aufgaben denn überhaupt aus, die die Kapitäne lösen mussten? Waren das einfache Aufgaben wie 1 plus 1 gleich 3? Eigentlich, und das kennt ihr sicherlich aus der Schule auch, geht es hier vor allen Dingen um Geometrie, um Winkelberechnung. Denn die Daten, die man mit diesen doch kompliziert aussehenden Messgeräten ermitteln konnte, ich kann dir ja mal kurz vorstellen, das sind hier zwei Globen, ne? Ein normaler Globus, den kennt ihr aus dem Klassenzimmer sicherlich so auch, und ein Himmelsglobus, wo die Sterne drauf abgebildet sind. Das ist eher sowas wie, naja, eine runde Karte. Die Geräte, die ihr hier dann noch sehen könnt, beispielsweise eine Sonnenuhr oder mehrere Sonnenuhren, die sind zur Ermittlung der Zeit da, und es gibt mehrere davon, weil man die so bauen muss, dass sie eben nur in einem ganz gewissen Bereich die richtige Zeit anzeigen können. Und dann baut man lieber ein paar mehr hin, damit man am richtigen Ort eben auch die richtige Zeit ablesen kann. Zusätzlich gibt es eben noch einen Kompass, den kennt ihr sicherlich auch, ne? Der hilft einem einfach herauszufinden, wo Norden und wo Süden liegt. Aber worum es eigentlich geht, das ist tatsächlich mit Geräten, die wie ein langer Stab aussahen, Winkel am Himmel ablesen zu können. Und zwar vor allen Dingen nachts. Das Messen mit dem Jakobstab war keine einfache Sache. Denn wie ihr hoffentlich sehen könnt, ist es gerade Nacht. Und Thorsten hier muss versuchen, unsere Position zu bestimmen. Wie macht er das? Er muss mit dem Jakobstab, um genau zu sein, mit dem unteren Ende dieses Querstabs genau die Trennlinie zwischen Himmel und Wasser, den Horizont, treffen. Und mit dem oberen Ende des Querstabes den Punkt, auf den er zielen möchte. In dem Fall hoffe ich, oh Mensch, hoffe ich, dass er den Nordstern trifft. Und jetzt wollen wir nicht vergessen, ihr seht das vielleicht nicht, aber das Schiff schwankt ja, und es ist relativ schwierig, diese Linie genau zu treffen. Und wenn wir so ein bisschen daneben liegen, naja, dann lesen wir am Schluss hier eine falsche Zahl ab und glauben, wir sind statt in Braunschweig in München. Und das wäre nicht so eine gute Idee. Ach nee, Moment, wir sind ja auf dem Wasser. Also, naja, da so irgendwo halt im Wasser. Zum genauen Bestimmen der Position eines Schiffes braucht man aber mehr als den Wert, den der Jakobstab ausgibt. Denn der Jakobstab, der verrät einem nur, wie weit oben oder unten man auf der Weltkarte ist. Aber wie weit man nach links oder rechts gefahren ist, das findet man eben nur heraus, wenn man weiß, wie schnell das Schiff unterwegs war. Und beim Auto kann man ganz normal auf den Tacho gucken und ablesen, wie schnell man war. Ein Schiff, das hat aber keinen Tacho. Um die Geschwindigkeit von einem Schiff herauszufinden, muss man sich eines kleinen Tricks bedienen. Und zwar braucht man ein sogenanntes Log, das ist dieser Holzstab hier, an dem ein Seil angebracht ist, auf dem wiederum in regelmäßigen Abständen Knoten angebracht sind. Und was wir jetzt machen wollen, ist dieses Log mit dem Seil ins Wasser werfen,
eine Sanduhr umdrehen und zählen, wie viele Knoten uns durch die Hände rutschen in der Zeit, in der die Sanduhr läuft. Okay? Wollen wir das machen? Warte. Hier ist die Sanduhr. Und wenn ich jetzt sage, schmeiß das Lok ins Wasser. Okay? Und jetzt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und stopp. Sanduhr ist abgelaufen. Wie viele Knoten waren das? 7. Das waren 7 Knoten. Und das heißt nämlich, dass das Schiff mit 7 Knoten unterwegs ist. So einfach kann das sein, oder? Mhm. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie schnell ein Schiff damals überhaupt unterwegs war. Ich hatte es ja vorhin erzählt, unser kleines Schiff, das war also mit 7 Knoten unterwegs. Ein durchschnittliches Schiff in der Zeit um 1500 ist je nach Windbedingungen zwischen 7 und 12 Knoten schnell gewesen. Das sind in km/h ausgedrückt, so Pi mal Daumen, um die 20 km/h, vielleicht ein ganz klein wenig schneller. Das kommt euch jetzt vielleicht nicht so schnell vor, weil wer daran gewöhnt ist, mit dem Bus, dem Auto oder sogar dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist häufig schneller unterwegs. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Geschwindigkeit von den Schiffen durch die Windkraft konsequent gehalten werden konnte. Das heißt, tagsüber natürlich, aber eben auch nachts. Und da schafft man es natürlich trotzdem, große Distanzen zurückzulegen, weil man sozusagen keine Pausen machen muss, um sich vom Strampeln zu erholen oder das Auto wieder neu auftanken muss. Ja, mit der Navigation, das hört sich so einfach an, aber wenn es so richtig stürmt, dann ist das natürlich nicht mehr so ganz einfach. Ne? Ich sehe gerade keine Sterne, aber Fische. Und mit der Geschwindigkeit, Moment, auch nicht so richtig viel los. Da muss man halt eher so ein bisschen schätzen und hoffen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder vielleicht sogar ein Follow. Und ach ja, schaltet nächste Woche nochmal rein, wenn wir im zweiten Teil uns das Leben hier auf dem Schiff angucken. Kraki, Torsti und ich sagen Tschüss.